Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein Anschlag auf ein Popkonzert mit vielen jugendlichen Fans erschüttert Großbritannien. In Manchester riss ein Selbstmordattentäter gestern Abend 22 Menschen mit in den Tod. 59 Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern sind auch Kinder. Sie hatten ein Konzert der US-Sängerin Ariana Grande besucht in einer großen Halle nahe dem Stadtzentrum der Manchester Arena. Die Musiker waren gerade erst von der Bühne gegangen und die Zuschauer drängten Richtung Ausgang ins Foyer. Da detonierte laut Polizei der Sprengsatz. Die britischen Behörden haben inzwischen den Namen des mutmaßlichen Täters genannt. Nach Medienberichten ein in Großbritannien geborener Mann mit libyschen Wurzeln. Sie ist gekommen, um Trost zu spenden und sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Premierministerin Theresa May in Manchester. Das war eine entsetzliche Tat, absolut abscheulich, barbarisch. Aber was ich ganz klar sagen will, wir werden die Terroristen nicht gewinnen lassen. Unsere Werte werden sich durchsetzen. Der Ort des Anschlags, die Manchester Arena, den ganzen Tag über weiträumig abgesperrt. Mehr als 20.000 Menschen sind vergangenen Abend in der Halle, als ein Selbstmordattentäter im Foyer den Sprengsatz zündet. Angst und Panik kurz nach der Explosion. Das Popkonzert, das vor allem viele Jugendliche besuchen, war ausverkauft. Kaum jemand weiß, was genau passiert. Alle wollen nur raus, so schnell es geht. Ich hörte die Leute schreien, sie weinten, alle rannten. Totales Chaos war das. Die Polizei fordert die Menschen auf, das Gebiet zu meiden, sperrt den Bahnhof unter der Arena. Schnell geht sie von einem Terroranschlag aus. Mittlerweile hat sich die Polizei zum mutmaßlichen Täter geäußert. Es soll sich um einen 22-jährigen Mann handeln. Sein Haus wurde durchsucht. Unser Fokus liegt jetzt darauf, zusammen mit den Sicherheitsdiensten herauszufinden, ob er alleine gehandelt hat oder ob er Teil eines größeren Netzwerks ist. Einen 23-jährigen Mann nahm die Polizei bereits im Laufe des Tages fest. Zu seiner Identität und in welcher Verbindung er zu dem Attentäter stehen könnte, sagte sie nichts. Manchester unter Schock. Der Schock, die Verletzung und die Wut sind schwer in Worte zu fassen. Es waren Kinder, junge Menschen und deren Familien, die zum Ziel des Terrors wurden. Diese Tat war böse. Manchester heute Abend. Im Angesicht des Terrors, die Stadt steht zusammen. Zum Stand der Ermittlungen jetzt Barbara Jung live aus Manchester. Aus ermittlungstaktischen Gründen hat sich die Polizei hier in Manchester den ganzen Tag damit zurückgehalten, Informationen über den mutmaßlichen Attentäter bekannt zu geben. Doch vor wenigen Stunden hat sie bestätigt, dass es sich um den 22-jährigen Mann handelt. Der Telegraph berichtet, dass seine Eltern als Flüchtlinge aus Libyen nach Großbritannien eingereist sein sollen und in den letzten 10 Jahren in Manchester gelebt haben sollen. Der mutmaßliche Attentäter soll in Großbritannien geboren worden sein. Offiziell bestätigt ist all das noch nicht. Ob es eine Verbindung zum sogenannten Islamischen Staat gibt, der sich zu diesem Attentat bekannt hat, auch das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Zurück zu Jens Riewer. Die Briten trauern um die Opfer von Manchester. Die Queen sprach von einer Nation unter Schock. Den Wahlkampf für die Parlamentswahlen im Juni haben die Parteien unterbrochen. Landesweit gelten nun noch strengere Sicherheitsvorkehrungen. Die Queen erscheint im knalligen Gelb. Man mag es als Symbol der Hoffnung an diesem düsteren Tag werten, ihre Gartenparty eigentlich das jährliche Highlight der britischen Society. Heute beginnt die Feier mit einer Schweigeminute. Die Königin trauert und das Land mit ihr. Der Union Jack nicht nur in der Downing Street auf Halbmast. Am späten Vormittag tritt hier die Premierministerin vor die Tür, geschockt, erschüttert, gezeichnet von den Ereignissen der vergangenen Nacht. Es gibt jetzt keinen Zweifel mehr, dass die Menschen von Manchester und unseres Landes Opfer eines kaltherzigen Terroranschlags geworden sind. Eines Anschlags, der kalt berechnend die Jüngsten in unserer Gesellschaft ins Visier genommen hat. Auch weil Großbritannien Luftangriffe gegen den IS fliegt, galt ein Anschlag als wahrscheinlich. Im Land herrscht seit Jahren die zweithöchste Terrorwarnstufe.
Die Briten sind die Besten. Die haben seit den Anschlägen von 2005 das systematisch ausgebaut, sind sehr professionell. Was das zeigt, ist, dass selbst die professionellsten Dienste und selbst die professionellsten Regierungen können in einer freien Gesellschaft Terrorismus nicht 100% in 100% von allen Fällen vermeiden. In 2 Wochen wird in Großbritannien gewählt. Regierung und Opposition rufen zu Stärke und Solidarität auf. Der Wahlkampf ist auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Bei allen Differenzen in Brexit-Fragen angesichts des zweiten Anschlags binnen 2 Monaten versucht die britische Gesellschaft heute, Geschlossenheit zu demonstrieren gegen den Terror. Trauer und Entsetzen bestimmen auch international die Reaktionen auf den Anschlag von Manchester. Bundeskanzlerin Merkel verurteilte die Tat scharf und versicherte, Deutschland stehe fest an der Seite der Briten. Meine tiefe Anteilnahme gilt allen Opfern und Betroffenen sowie den Angehörigen in ihrer Trauer und Verzweiflung. Dieser mutmaßliche terroristische Anschlag wird nur unsere Entschlossenheit stärken, weiter gemeinsam mit unseren britischen Freunden gegen diejenigen vorzugehen, die solche menschenverachtenden Taten planen und durchführen. Zum Anschlag in Manchester sendet das Erste einen Brennpunkt gleich nach dieser Tagesschau. Weitere Informationen, Reaktionen und Hintergründe finden Sie in unserer Tagesschau-App und auf tagesschau.de. Auch US-Präsident Trump und Palästinenser-Präsident Abbas haben den Anschlag von Manchester verurteilt. Sie trafen sich heute in Bethlehem, das zum palästinensischen Autonomiegebiet gehört. Trump wurde mit militärischen Ehren empfangen. Später fuhr er wieder nach Jerusalem. Dort warb er für Friedensgespräche. Die Palästinenser seien bereit, Frieden zu erreichen. Israels Premierminister Netanyahu auch. Die Verabschiedung betont freundschaftlich wie der gesamte Besuch. 28 Stunden war Donald Trump in Israel und den palästinensischen Gebieten. Eine Reise im Zeichen großer Gesten. Überschattet vom Terroranschlag in Manchester will Trump sie auch unter der Überschrift Bekämpfung des Terrors weltweit verstanden sehen. Wir müssen Terroristen und Extremisten aus unserer Mitte verjagen, diese Ideologie des Bösen auslöschen und unsere Bürger und die Welt beschützen und verteidigen. Trumps zentrale Botschaft für Nahost: der jüdische Anspruch auf das Heilige Land, tausende Jahre alt und ewig. Frieden zwischen Israelis und Palästinensern möglich, wenn beide Kompromisse machten. Saudi-Arabien dabei wohlgesonnen, Iran der Feind. Betont einvernehmlich auch Trumps Verhältnis zu Palästinenserpräsident Abbas. Er bekräftigte seine Bereitschaft, bei der Bekämpfung von Terrorismus zusammenzuarbeiten und einen historischen Friedensschluss mit Israel zu erzielen. Aber zu den bekannten Bedingungen der Zwei-Staaten-Lösung. Auch Netanyahu zeigte sich verhandlungsbereit, machte aber die Grenzen klar. Wenn die Palästinenser glaubhaft Terrorismus bekämpfen wollten, müsste die Autonomiebehörde aufhören, den Familien von Selbstmordattentätern ein monatliches Gehalt zu zahlen. Auf all die konkreten Probleme und offenen Fragen im komplexen Konflikt ist Trump nicht eingegangen. Er hat sich stattdessen als Staatsmann präsentiert, der über all dem steht. Greifbare Ergebnisse gab es nicht. Das geplante Rückkehrrecht von einer Teilzeit auf eine Vollzeitstelle wird es vorerst nicht geben. Bundesarbeitsministerin Nahles ist mit ihrem Gesetzentwurf gescheitert. Das Kanzleramt habe ihr mitgeteilt, dass eine Kabinettsbefassung in dieser Legislaturperiode nicht mehr vorgesehen sei. Die SPD wirft der Union vor, die Koalitionsvereinbarungen zu brechen. Kanzleramtsminister Altmaier wies das zurück. Der vorgelegte Entwurf sei über Verabredungen hinausgegangen. Meist sind es Frauen, die Teilzeit arbeiten, fast jede zweite. Und meist tun sie es, um pflegebedürftige Angehörige oder Kinder zu versorgen. Doch nach diesen Lebensphasen ist es ungewiss, ob sie in eine Vollzeitstelle zurückkehren können. Und das wird vorerst auch so bleiben. Die Bundesarbeitsministerin ließ heute mitteilen: Das Rückkehrrecht aus Teilzeit ist auf Druck der Arbeitgeber am Kanzleramt gescheitert. Frau Merkel verhindert damit ein Gesetz, das für hunderttausende Frauen den Weg aus der Teilzeitfalle bereitet hätte. SPD und Union werfen sich gegenseitig den Bruch des Koalitionsvertrags vor. Die Verantwortung dafür trägt eindeutig die Vorsitzende der CDU, Angela Merkel, die ganz offensichtlich mit dieser Entscheidung zu einem Ende der ordnungsgemäßen Zusammenarbeit in der Großen Koalition kommen will.
Dass die SPD ein Rückkehrrecht auch in Kleinstbetrieben will, obwohl diese nicht so flexibel Personal umstellen könnten, sieht die Union als absprachewidrig an. Wir hatten gesagt, wir sind bereit, das für Betriebe zu organisieren, die über 200 Mitarbeiter haben. Frau Nahles wollte 15 Mitarbeiter, damit wäre jeder Handwerksbetrieb davon betroffen gewesen. Und ein kleiner Handwerksbetrieb kann so etwas nicht organisieren. Alle Seiten, CDU, CSU und SPD, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, haben gute sachliche Argumente für ihre jeweilige Haltung. Einen Kompromiss in der Sache hätte man finden können, etwa ab welcher Betriebsgröße das Rückkehrrecht greifen soll. Doch jetzt, kurz vor der Bundestagswahl, ist offenbar keine Zeit mehr für Kompromisse in der Großen Koalition. In einer groß angelegten Razzia hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart heute Daimler-Standorte in 4 Bundesländern durchsuchen lassen. Grund dafür ist der Verdacht auf Betrug im Zusammenhang mit Abgasmanipulationen bei Dieselautos. Das Unternehmen arbeite vollumfänglich mit der Behörde zusammen, erklärte der Autobauer. Die Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft bereits im März eingeleitet. Die Ermittlungen gegen Daimler erreichen eine neue Stufe. Durchsuchungen heute an 11 verschiedenen Orten. Hier in Stuttgart, dazu in Berlin, Niedersachsen und Sachsen, 230 Polizisten und 23 Staatsanwälte im Einsatz. Schriftlich informieren Staatsanwaltschaft Stuttgart und Landeskriminalamt Baden-Württemberg über Durchsuchungen und Ermittlungen. Gegen bekannte und unbekannte Mitarbeiter der Daimler AG, so heißt es, wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung im Zusammenhang mit der Manipulation der Abgasnachbehandlung an Diesel-Pkw. Es geht um die Frage, hat Daimler bei Abgaswerten von Dieselfahrzeugen betrogen? Und hat der Konzern Dieselautos irreführend als besonders sauber beworben? Konzernchef Dieter Zetsche hatte Ende März betont, Abgasmessungen hätten bei Daimler bislang keine Rechtsverstöße ergeben. Heute nur eine kurze Pressemitteilung, man kooperiere mit der Behörde. Ob Daimler beim Thema Diesel betrogen hat, ist nicht bewiesen. Für Experten ist aber klar, das Dieselthema bleibt heikel für die Hersteller. Das schadet natürlich sicherlich dem Image der Automobilhersteller insgesamt und Mercedes hier im Speziellen. Zuletzt hatte Daimler mit einem besonders sauberen Dieselmotor punkten wollen. Nun könnte den Konzern der Abgasskandal trotzdem einholen. Der britische Schauspieler und James-Bond-Darsteller Roger Moore ist tot. Er starb gestern im Alter von 89 Jahren in der Schweiz. Zwischen 1973 und 1985 gab er der Figur des legendären Agenten ein prägendes Gesicht. Seit den 1990er Jahren nutzte er seine weltweite Prominenz, um Spenden für das Kinderhilfswerk UNICEF zu sammeln. Roger Moore war ein britischer Gentleman, privat sowie im Film. 7-mal spielte er den berühmten Agenten 007. James Bond. James. So oft wie kein anderer. Immer charmant und mit einem Augenzwinkern. Die feine britische Ironie ist sein Markenzeichen. Sein Durchbruch? Die Rolle als Detektiv Simon Templer. Anfang der 70er Jahre spielt er an der Seite von Tony Curtis in der Serie Die Zwei einen eleganten Frauenschwarm. Doch keine Rolle prägt ihn so wie die des James Bond. Und er prägt sie mit seiner Lässigkeit und seinem Charme. Sehr angenehm für mich. In den 90er Jahren beginnt er sich für UNICEF zu engagieren. Dafür schlägt ihn Queen Elizabeth zum Ritter. Es ist eine Anerkennung für die Arbeit von UNICEF und die tausenden Helfer. Für sie ist diese Auszeichnung. Ich habe ja nur den berühmten Namen. Die Auszeichnung für sein Engagement, so schreibt er später, bedeutet ihm mehr als jeder Filmpreis. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 24. Mai. Das Hoch über der Biskaya sorgt in der Südhälfte Deutschlands oft für Sonnenschein. Weiter nördlich wird es leicht wechselhaft. Heute Nacht vor allem zwischen Ostsee und Erzgebirge und an den Alpen Schauer und Gewitter. Sonst ist es wolkig oder klar. Morgen in der Südhälfte freundlich, an den Alpen und im Bayerischen Wald Schauer. Nordöstlich der Elbe regnet es etwas, am Erzgebirge kann es gewittern. In der Nacht Abkühlung auf 14 bis 7 Grad. Morgen erwärmt sich die Luft auf 15 bis 24 Grad. Donnerstag im Südwesten freundlich, sonst Sonne, Wolken, an manchen Bergen Schauer und Gewitter. Freitag im Norden und Osten einzelne Schauer, sonst freundlicher, Samstag viel Sonne.
Die Tagesthemen gibt es heute um 22.30 Uhr mit Pina Atalay. Sie spricht mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler darüber, wie eine offene Gesellschaft mit Terror umgehen kann und soll. Außerdem Angst in Tschetschenien, wie Homosexuelle versuchen, vor Folter und Mord zu fliehen.